Herzlich willkommen beim Newsletter 154, bei dem wir Ihnen zeigen, wie Sie einen 250-Euro-Gutschein für unsere Produkte vom Schneebesen bis zur Küche für nur 150 Euro über das Wochenmagazin Die Zeit ersteigern könnten. Wir präsentieren Steffis neue Buchenküche im Video in Ulm und informieren Sie über einige Kuriositäten der Möbelmesse in Köln. Ein seltsames Interview über chinesische Kühlschränke, den schönen neuen Messestand von Pronatura, den schicken Relax-Sessel Daydreamer von Jori und das Kochen mit Kakaobutter am Teppanyaki, zu dem es übrigens ein neues Kochbuch gibt, das Sie bei uns erstehen können. Unsere Gäste schwärmen von unseren Kochworkshops mit netten Menschen, zu denen wir Sie auch gerne persönlich einladen, wenn Sie Interesse an Küchen und Kochen haben und uns das mitteilen. Seit dem Jahr 2004 haben wir das Büro des damaligen Pressesprechers Peter Ottmann bis zum heutigen Chef der Nürnberg-Messe stets erweitert und jetzt mal wieder nachgeölt. Auch das im Jahr 2008 gemeinsam mit ihm erfundene Bloggertreffen erfreut sich steter Beliebtheit, auch wenn wir uns auf diesem Pflaster mit dem 14 Jahre alten Nachhaltigkeitsblog zu den Dinosauriern zählen dürfen. Wir erzählen von der Radiosendung im Smart Home von Michael Kippstuhl, outen uns als Fan des Schmunzelmonsters Elliot und des Kulturverbundes, mit dem wir bei uns gemeinsam kochten und deren Kulturgutschein Sie bei uns kaufen und einlösen können. Mit unserem ganzen Team genossen wir einen wunderbaren gemeinsamen Nachmittag am Arzbergturm und auf der Edelweißhütte und schwärmen von John Beiss, deren Lieder wir bei ihrer Abschiedstournee lauschen durften. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Frühling und freuen uns auf Ihren Besuch, wann immer Sie Zeit haben. Bis bald!